lagen Teufel und Satan offen im Streit. Wer ist Chef in der Hölle, wer zum Zweikampf bereit? Wer hat zu sagen im Reich des Bösen die Macht? Wer hat sich mit Machtgier um die Macht selbst gebracht? Ist der eine vorm anderen zur Hölle gefahren? Wer ist Täter, wer die Opfer beim Jetabsturz waren? War es doch ein Abschuss, erkennt man den Zweck? Hat einer entschieden, der andere muss weg. Als RA02795 vom Himmel fiel, war einer von zwei Verbrecherrivalen vorzeitig am Ziel. Wird nun auf Satans Weise sauber gemacht, Verdächtige nun gleich ins Jenseits gebracht. Wer gibt die Anweisung zum letzten Schlag? Wen deutlich an finaler Klarstellung lag? Wer sich auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt, wird ihn nicht mehr los, denn der hält ihn fest. Wem sind alle Mittel zum Machterhalt recht? Jeder Pakt mit dem Teufel am Ende sich recht. Als RA02795 vom Himmel fiel, war einer von zwei Verbrecherrivalen vorzeitig am Ziel. Hat der eine den anderen als Killer gebucht, mit ner Truppe Vollstrecker als Mörder verflucht, Angst und Schrecken verbreitend im Henkerberuf, eine Söldnerarmee mit bestialischem Ruf, hat der Koch sich als Kellner beim Servieren geirrt, denn bestellt, finanziert hat alleine der Wirt, hat der eine dem andern aus der Küche gedroht. Wer den Wirt falsch bedient, ist am Schichtende tot. Als RA02795 vom Himmel fiel, war einer von zwei Verbrecherrivalen vorzeitig am Ziel. Fragen sind offen, jede Antwort steht aus. Wer herrscht am Ende im Leichenhaus? Wird das Duell Beelzebub überstehen? Und das Reich des Bösen wird nie untergehen. Es war nur ein Blitzschlag in dunkler Nacht. Das Gefüge der Macht ist nicht zum Einsturz gebracht. Ein Donner, der grollt, ist kein Welt-
Untergang, bis Despoten entmachtet sind. Das dauert lang.